Liebe Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, herzlich willkommen zum Videotalk der SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen. Ich freue mich, dass heute wieder einmal ein besonderer Gast bei mir ist, und zwar Dr. Klaus Hertel, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen. Und das auch zu einem interessanten Thema, das wir gerne draußen gedreht hätten, nur der Regen ist uns dazwischen gekommen, kann man nicht ändern. Es geht nämlich um die Zukunft der Revierparks und auch des Revierparkes in Gelsenkirchen, Revierpark Nienhausen. Dazu will ich mit dir, Klaus, heute mal ein bisschen reden, weil es da einige Punkte gibt, die gerade anstehen an Entscheidungen und Veränderungen, auch was die Perspektive des Revierparks betrifft. Welche Bedeutung hat der Revierpark für Gelsenkirchen überhaupt? Der besteht eben sowohl aus Grünflächen, in denen Leute sich erholen sollen, durch Laufen natürlich, aber sie können auch liegen. Da wird auch Fußball gespielt, Sport getrieben. Es gibt einen Kinderspielplatz, es kann gegrillt werden. Also es gibt auch diese Form der Freizeitaktivitäten. Aber Kernpunkte, die aber auch das Geld in Anführungsstrichen eben fressen oder besonders kosten, ist der Freibadbereich und das Gesundheitshaus. Das Gesundheitshaus haben wir umgeändert, die Zeit vergeht so schnell, vor fast 6 Jahren, in dem eben da dann der Saunabereich integriert wurde, aber auch ein vielfältiges gesundheitliches Angebot gemacht wurde. Ja, und der Bäderbereich ist ja überall in der Diskussion. Ich glaube, es versteht sich von selbst, gerade an der Stadtgrenze zwischen Essen und Gelsenkirchen, dass das besonders wichtig ist für die Bevölkerung, gerade für die Bevölkerung, die nicht so viel Geld hat, um Geld für die Spaßbäder zu geben, die ja sehr viel höheren Eintritt haben. Also auf der einen Seite haben wir da eine grüne Oase, so mitten im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, im industriell geprägten Ruhrgebiet, wo man sich erholen kann, die Freizeit verbringen kann und weitere Angebote wie eben ein Bad, Bäder sogar, Sauna, andere Dinge mehr, der Ziegenmichel ist da um die Ecke und so weiter, auch für Kinder und so weiter. Auf der anderen Seite, du hast es gerade im Nebensatz, glaube ich, schon angesprochen, gibt es Schwierigkeiten mit dem Geld bezahlt. Ja, also der Revierpark Nienhausen, aber nicht nur der, sondern alle Revierparks im Bereich des Regionalverbandes Ruhrgebiet, kurz gesagt immer RVR, decken nicht ihre Kosten und sind Zuschussbetriebe. Dementsprechend hat es schon in der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen gegeben, um kostengünstiger zu werden, gerade im energetischen Bereich. Auch wir hier in Gelsenkirchen haben über Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Geld hineingeleitet, um energetisch bessere Sachen zu machen. Aber es langt halt eben nicht. Und dementsprechend sind weitere Maßnahmen nötig. Das betrifft nicht nur Nienhausen, noch viel schlimmer die beiden Freibäder oder Revierparks westlich von uns, von der Ort und Mattlerbusch, aber auch der Freizeitgesellschaft Kemnade kämpft mit Minuszahlen. Wir haben jetzt nicht vor, das zu schließen oder die Angebote abzuschaffen als SPD, sondern was ist der Weg, den wir hier verfolgen? Also unser Weg ist eben, damit das weiter bestehen kann. Ja, unser Weg ist eben dieses wichtige Angebot für die Bevölkerung in Gelsenkirchen und in Essen, darf man ja nicht vernachlässigen, letztendlich zu erhalten, aber eben den Zuschussbedarf zu verringern, um ja, sonst geht es einfach nicht. Gerade in Stärkungspaktkommunen wie Essen und Gelsenkirchen. Uns ist es wichtig, aber auch gemeinsam mit den Nachbarstädten etwas hinzukriegen. Wie wollen wir die großen Probleme, die sich alle schon am Horizont andeuten, wie im öffentlichen Personennahverkehr, wie auch im Individualverkehr in den Griff kriegen, wenn wir es nicht schaffen, bei Freizeitgesellschaften etwas Gemeinsames zu machen? Also ich habe gleich noch eine Frage, aber nur mal kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass ein wichtiges Angebot ist, das von vielen Leuten genutzt wird, aber die Kosten tragen sich, also das Angebot trägt sich nicht von selbst sozusagen, und deshalb entstehen eben ja Probleme im finanziellen Bereich, die eben nicht auf Dauer aufgefangen werden können. Deshalb ist hier das Modell einer Fusion offenkundig im Gespräch. Dadurch kann man aber auch schaffen, wir machen mal Reklame für das Programm in Vonderort, die machen Reklame für uns. Also letztendlich der Einkauf, den kann man zusammenführen, bringt das eine Reihe von Vorteilen. Und nach Aussage eines Gutachtens von Altenburg und der RVR-Verwaltung rechnen die damit, dass die Verluste allerdings für die 4 Gesellschaften, die jetzt noch in Rede stehen, insgesamt sich um 580.000 Euro verringern lassen. Das ist eine große Hausmarke, und was ich gut daran finde, ist, dass hier offenbar daran gearbeitet wird, mit einem solchen Modell, dass das Angebot weiter bestehen kann.
Jetzt habe ich aber eine letzte Sache noch, die ich selber auch nicht verstanden habe, obwohl ich eben selbst an der Ratssitzung in Gelsenkirchen an der letzten teilgenommen habe. So, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, haben alle Fraktionen, die wir haben, die SPD voran, du hast das ja auch begründet selbst und andere mehr, diesem Vorschlag zugestimmt, der offenbar aktualisiert gefasst werden musste nochmal. Die einzige Fraktion, die nicht zugestimmt hatte, war, glaube ich, die Gelsenkirchener CDU-Fraktion. Die haben sich, glaube ich, enthalten, also auch nicht dagegen gestimmt. Und ich erinnere mich jetzt nur, dass der Fraktionsvorsitzende sich dreimal, glaube ich, in der Diskussion gemeldet hat und dreimal irgendwie das Gleiche gesagt hat. Aber ja, ich hab nicht, also sozusagen, um zu erklären, warum sie jetzt nicht zustimmen, aber auch nicht dagegen sind. Und das habe ich nicht verstanden. Ich brauche das auch nicht alles zu verstehen, was der Herr Heinberg macht. Herr Heinberg neigt manchmal dazu, wenn er keine guten Argumente hat, die aber dann dreimal zu bringen, weil er meint, dass man dann so ermüdet ist und die irgendwann anfängt zu glauben. Das ist aber nicht so. Insgesamt gesehen ist das auch nicht vom Himmel gefallen, die Enthaltung der CDU-Fraktion hier in Gelsenkirchen, weil die CDU-Fraktion im RVR im Augenblick an allen Ecken und Kanten versucht, diese Verschmelzung der Freizeitgesellschaften zu verzögern, zu behindern. Es gibt Gerüchte, dass die CDU-Fraktion mehr Aufsichtsratsposten für ihre Fraktion, für ihre Partei haben möchte, als es derzeit vorgesehen ist. Das ist offenkundig Grund genug, das ganze Thema zu verzögern zum Schaden der Städte und zum Schaden des RVRs und letztendlich auch zum Schaden der Bevölkerung. Und deshalb bin ich froh, dass da auch einige Kräfte sind, die das Ganze voranbringen. Ja, und mir ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir als SPD, ne, dass wir als SPD hier im Ruhrgebiet vorangehen im Sinne von, wir machen gemeinsam was gegen Kirchturmdenken und gemeinsam Hand in Hand die Zukunftsprobleme lösen wollen. Ja, dann soweit erstmal. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay. Und alles Gute. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.